Mein Name ist Egon Scholakian. Ich bin Teilchenphysiker, Fachmann für internationales Steuer- und Kapitalmarktrecht, föderaler Lobbyist und Ausbilder im Bereich der Geheimdienste. Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die nationale Sicherheit. Der derzeitige Zustand des Klimas der Erde ist eine noch nie dagewesene Katastrophe, eine tödliche Herausforderung für unsere gesamte Zivilisation. Das Paradoxe ist jedoch, dass der Großteil der Menschheit sich dessen vollen Ausmaßes und der Realität dieser Katastrophe nicht bewusst ist. Deshalb wende ich mich heute an den vernünftigen und rational denkenden Teil der Menschheit. An jene verantwortungsbewussten Menschen, die die Fähigkeit zum kritischen Denken und zur objektiven Beurteilung der aktuellen globalen Situation besitzen. Ich wende mich an Sie, unabhängig von Ihrem Fachgebiet, sofern Ihr Intellekt es Ihnen erlaubt, die Ereignisse, die sich vor Ihren Augen abspielen, genau zu analysieren. Ich wende mich an Sie, falls Ihr Intellekt über primitives Denken hinausgeht. Ich appelliere an Sie, wenn Sie sich um Ihre Zukunft, um die Ihrer Lieben und um die Zukunft der gesamten Menschheit sorgen. Ich appelliere an Sie, wenn Sie Ihr gesundes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, klar zu denken, nicht verloren haben. Denn von Ihnen, den intelligenten und klar denkenden Menschen, hängt jetzt alles ab. Die Zukunft der Menschheit ruht wahrlich auf Ihren Schultern. Nun möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein ernstes und alarmierendes Problem lenken, das die ganze Welt betrifft: Russland, Sibirien. Russland ist ein starkes und dynamisches Land mit einer entwickelten Wirtschaft und riesigen natürlichen Ressourcen. Heute jedoch stellt Russland eine Bedrohung dar, eine klare Bedrohung für die Existenz der gesamten Menschheit. Und Wladimir Putin hat damit nichts zu tun. Die Bedrohung, von der im Folgenden die Rede ist, hat weder etwas mit Sanktionen zu tun, die unsere Regierung gegen Russland verhängt hat, noch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, der de facto eine Konfrontation mit der NATO darstellt. Dennoch steht diese Bedrohung im Zusammenhang mit dem, was Russland so schätzt und worauf es so stolz ist, mit Sibirien. Sibirien ist ein riesiger Teil des russischen Staatsgebietes, reich an natürlichen Ressourcen und verfügt über eine einzigartige Flora und Fauna. Sibirien, das einen großen Teil Nordasiens umfasst, besteht aus Tundra, Nadelwäldern und Gebirgsketten. Sibirien ist für Russland von zentraler strategischer Bedeutung und wird oft als eine Bastion seiner Sicherheit angesehen. Ich möchte jedoch mit Ihnen über einen anderen Aspekt Sibiriens sprechen, über Sibirien, in dessen Untergrund alarmierende Veränderungen stattfinden. Diese Veränderungen deuten auf eine drohende, noch nie dagewesene globale Klimakatastrophe hin. Und diese Katastrophe betrifft nicht nur Russland. Gleichzeitig möchte ich diejenigen warnen, die sich darüber freuen, die eine aktive antirussische Politik betreiben und denen die Intelligenz fehlt, um das ganze Ausmaß der Situation zu erkennen. Freuen Sie sich nicht zu früh. Zahlreiche, überzeugende Fakten zeigen, dass die Ereignisse, die sich in Sibirien abspielen, zum Verschwinden nicht nur Russlands, sondern auch unserer gesamten Welt, einschließlich Amerikas und anderer Länder, führen können. Ich möchte betonen, dass diese Katastrophe nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist, wenn wir untätig bleiben. Und sie wird nicht in einer fernen Zukunft oder im nächsten Jahrtausend stattfinden, sondern in den nächsten greifbaren Jahren. Ich sage es so: Wenn heute ein Kind geboren wird, wird es nicht einmal Zeit haben, zur Schule zu gehen, bevor die Welt samt jedem von uns aufhört zu existieren. Dieses Szenario ist sehr wahrscheinlich, wenn wir Gleichgültigkeit und Untätigkeit an den Tag legen. Zu Beginn möchte ich Ihnen ein kurzes und klares Verständnis dieses gravierenden Problems vermitteln. Was geschieht in Sibirien? Schauen Sie sich zunächst diese Karte an, die in der Tat einen sehr erschreckenden Anblick für diejenigen bietet, die das Wesen der Prozesse, die heute auf der Erde stattfinden, verstehen. Schauen Sie sich die Farbverteilung auf dieser Karte an und betrachten Sie den leuchtend schwarz-roten Fleck, der sich direkt auf dem Gebiet Sibiriens befindet.
Er steht in deutlichem Kontrast zum Rest der Welt, nicht wahr? Und dieser dunkle Fleck gibt Anlass zu großer Sorge. Aber warum? Was zeigt diese Karte? Sie zeigt die Temperaturanomalien auf unserem Planeten. Das heißt, die Abweichungen der Durchschnittstemperatur von der Norm. Und Sie können sehen, dass es auf dem Gebiet Sibiriens eine extreme Abweichung von der normalen Temperatur gibt. Und diese Abweichung beträgt mehr als 5 bis 7 Grad Celsius. Das ist wirklich ein enormer Wert, wenn man bedenkt, dass in anderen Regionen unseres Planeten die Temperaturabweichungen normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Grad liegen. In Sibirien jedoch erschreckende 5 bis 7 Grad betragen. Das bedeutet, dass sich das gesamte Gebiet Sibiriens 2 bis 3 Mal schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Dies ist eine wissenschaftlich bestätigte und anerkannte Tatsache. Beachten Sie, dass diese alarmierende Geschwindigkeit der Erwärmung jeden Tag zunimmt. Werfen Sie einen Blick auf ein weiteres Diagramm, das auf der Analyse dendrochronologischer Daten über einen Zeitraum von 7000 Jahren beruht. Beachten Sie die schwarze lange Linie. Sie zeigt den starken exponentiellen Anstieg der Zahl der Temperaturextreme Anomalien in Sibirien in den letzten Jahrzehnten. Diese Informationen sind nur ein Auszug aus den Daten, die in dem von Fachleuten überprüften Artikel von Wissenschaftlern der Russischen Akademie der Wissenschaften enthalten sind. Aufgrund der beschleunigten Erwärmung hat die Zahl der extremen Klimaereignisse in Sibirien in den letzten Jahrzehnten einen Rekordwert erreicht. Häufigkeit und Intensität von Waldbränden nehmen zu, Torfbrände treten sogar unter der Winterschneedecke auf und die Abschmelzung des Permafrostes gewinnt von unten nach oben an Tempo. Besonders besorgniserregend ist auch die Zunahme Aktivierung lithosphärischer Verwerfungen in Sibirien. Dies zeigt sich in der Intensivierung der verstärkten seismischen Aktivität in atypischen Gebieten Sibiriens, auch an Verwerfungslinien. In Bohrlöchern, die direkt an diesen Verwerfungen liegen, wurde ein noch nie dagewesenes Sieden des Wassers beobachtet. In Sibirien kommt es zu einer extremen Zunahme geothermischer Anomalien. Die Zahl der Gasemissionskrater wächst in den nördlichen Regionen und die Methan- und Wasserstoffemissionen aus dem Erdinneren nehmen zu. Darüber hinaus wird der Schlammvulkanismus auf dem arktischen Schelf viel ausgeprägter. All diese Fakten deuten einhellig darauf hin, dass die heutige dynamische Erwärmung Sibiriens, die 2 bis 3 Mal schneller erfolgt als die der übrigen Welt, in erster Linie auf eine Zunahme der endogenen Wärme zurückzuführen ist. Wärme, die aus dem Inneren des Planeten kommt. Sibirien erwärmt sich von unten. Diese Situation muss geklärt werden. Was ist die Ursache für den Anstieg der endogenen Wärme unter Sibirien und warum erfordert dieses Thema gerade jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit? Ich werde nun eine detaillierte Erklärung für diesen Grund geben, ausgehend von der Logik der Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Die von kompetenten russischen Wissenschaftlern durchgeführten Studien haben gezeigt, dass Ende der 1990er Jahre ein noch nie dagewesenes Ereignis im Erdinneren stattfand. Der Erdkern machte einen Sprung. Eine starke Verschiebung in nördlicher Richtung entlang der Linie von der Westantarktis nach Westsibirien, und zwar zur Taimyr-Halbinsel. Diese Verschiebung führte zu einer Verformung aller Schichten des Erdmantels und zu einer asymmetrischen Verteilung der Wärme aus dem Erdinneren. Infolgedessen haben sich unter dem Druck des Kerns in Richtung Taimyr tiefe Magma-Hotspots unter Sibirien gebildet, die aktiv Magma näher an die Nahtstellen der lithosphärischen Platten befördern. Infolgedessen staut sich die Wärme bereits an den oberen Mantelschichten unter Sibirien und die dünne lithosphärische Kruste beginnt durch Magma zu schmelzen. Tatsächlich wird das Schmelzen der Lithosphäre durch die zunehmende Temperatur und Fließgeschwindigkeit des Magmas selbst beschleunigt. Der Grund dafür ist, dass der Ozean seine wärmeleitende Funktion verloren hat.
Aufgrund der Verschmutzung der Ozeane durch Mikroplastik, das sich als Folge menschlicher Aktivitäten in den Gewässern ansammelt, kann der Ozean die lithosphärischen Platten und damit auch das darunterliegende Magma nicht mehr wirksam kühlen. Mit anderen Worten, der Ozean verliert seine Fähigkeit, überschüssige Wärme aus dem Untergrund an die Atmosphäre abzugeben. Dies führt zu einer Erwärmung des Magmas und seinem aktiven Aufstieg an die Oberfläche, was nicht nur in Sibirien, sondern an vielen Orten der Erde beobachtet wird. Um das ganze Ausmaß dieser Bedrohung zu verstehen, hier eine Grafik der US-amerikanischen Behörde für Ozeane und Atmosphäre, die die alarmierende Dynamik des Wärmestatus im Ozean veranschaulicht. Ich möchte Sie bitten, der folgenden Grafik von Berkeley Earth besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die die durchschnittliche Juni-Temperatur im Nordatlantik veranschaulicht. Beachten Sie, wie viel höher die Temperatur im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren ist. Dies zeigt nicht nur einen einfachen Anstieg, sondern eine klare exponentielle Entwicklung des Temperaturanstiegs. Ein vernünftiger Mensch braucht nur die Linie der exponentiellen Entwicklung in beiden Diagrammen zu verlängern, um zu erkennen, welche massiven und schwerwiegenden Veränderungen uns in sehr naher Zukunft bevorstehen. Wir sehen das Ergebnis des Sterbens des Ozeans gerade jetzt und direkt vor unseren Augen. Und die bereits erwähnte Karte, die Temperaturanomalien auf dem Planeten zeigt, mit einem blutroten Fleck in der Region Sibirien, verdeutlicht seinen Tod. Den Tod des Ozeans. Bitte sehen Sie sich die Karte noch einmal an, um besser zu verstehen und zu erkennen, dass dieser schwarze Fleck in der Tat der Ort unseres Untergangs ist. Sie zeigt, dass ein erschreckender Prozess im Gange ist. Wie ich bereits sagte, hat die Intensivierung der magmatischen Aktivität in den Tiefen Sibiriens dramatisch zugenommen. Was kommt jetzt auf uns zu? Eine unkomplizierte, einfache und klare Antwort. Legen Sie einfach einen Eiswürfel auf eine heiße Herdplatte. Was passiert? Das Eis wird schnell schmelzen. Genauso zerfrisst das glühend heiße Magma die Lithosphärenplatte und sie schmilzt genau wie unser Eiswürfel. Es ist ganz einfach, genau das passiert jetzt, gerade unter Sibirien. Die Fortsetzung dieses unkontrollierten Prozesses wird nur zu einem ziemlich vorhersehbaren Ergebnis führen, zu einer globalen Katastrophe, die nicht nur Russland, sondern die ganze Welt zerstören kann. Was können wir jetzt tun? Um den drohenden klimatischen und geodynamischen Katastrophen entgegenzuwirken, ist es notwendig, ihre Hauptursachen zu verstehen. Die Verschiebung des Erdkerns, das Aufsteigen von tiefen Magma, die Zunahme der Seismizität, sowohl der Oberflächen- als auch der Tiefenfokus-Seismizität auf der gesamten Erde, all dies spricht für eines, die Zunahme der inneren Energie der Erde. Aber woher kommt diese zusätzliche Energie? Die Antwort auf diese Frage wurde von den Alatra-Wissenschaftlern bereits vor vielen Jahren gefunden, bewiesen und öffentlich bekannt gegeben, wie ich bereits wiederholt anmerkte. Nach den Forschungen des interdisziplinären Teams von Alatra-Wissenschaftlern ist die Hauptursache für klimatische und geodynamische Veränderungen auf der Erde ein externer kosmischer Einfluss, der zusätzliche Energie auf den Erdkern überträgt, was zur Aktivierung von magmatischen Strömen führt, die die Lithosphäre zerstören. Dieser zyklische Prozess tritt einmal in 12.000 Jahren auf, seine Phase mit größeren Zerstörungen einmal in 24.000 Jahren. Dieser zyklische Einfluss war in der Vergangenheit die Ursache für viele globale Katastrophen auf der Erde und heute bringt dieser zyklische äußere Einfluss unser Ende und das Ende unseres Planeten näher. Heute wird die Situation dadurch verschärft, dass die Ozeane mit Mikroplastik verunreinigt sind, was ihre Wärmeleitfähigkeit und ihre Fähigkeit, überschüssige Wärme aus dem Erdinneren an die Atmosphäre abzugeben, beeinträchtigt. Wir haben einen Mechanismus zerstört, der Milliarden von Jahren vor uns gut funktionierte. Heute gefährden wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern das Leben des gesamten Planeten.
Unter dem Einfluss dieses äußeren kosmischen Einflusses verändern sich auch die anderen Planeten des Sonnensystems zyklisch. Synchron mit der Erde erfahren daher auch andere Planeten des Sonnensystems Veränderungen in Bezug auf ihre Kerne, Temperaturregime, Rotationsdynamik, Atmosphären und elektromagnetischen Felder. Wie auf der Erde, wo die Destabilisierung des Kerns zu einer Erwärmung in einer bestimmten Region, Sibirien, führt, werden ähnliche lokale Erwärmungsphänomene auch auf anderen Planeten und Trabanten, einschließlich des Mondes, beobachtet. Dies ist ebenfalls auf die Übertragung von zusätzlicher Energie auf ihre Kerne zurückzuführen. Das Auftreten von Klimaveränderungen nicht nur auf der Erde, sondern gleichzeitig auch auf anderen Planeten des Sonnensystems deutet darauf hin, dass nicht der anthropogene Faktor die Hauptursache für die gegenwärtige klimatische Herausforderung ist, wie manche behaupten, sondern der kosmische Einfluss von erheblicher Stärke, vor dem Wissenschaftler von Alatra schon vor 10 Jahren gewarnt haben. So überträgt der äußere zyklische Einfluss zusätzliche Energie auf den Erdkern, die sich in Wärme verwandelt und magmatische Ströme auslöst, die die Lithosphäre destabilisieren. Dies hat dazu geführt, dass Sibirien derzeit eine verstärkte Erwärmung erfährt, die durch keinen anderen Faktor erklärt werden kann. Dieser Prozess wird sich beschleunigen und auf andere Teile der Welt übergreifen. Sibirien ist nur eine von vielen Regionen, die aufgrund der erhöhten Energie im Inneren des Planeten von einem großen katastrophalen Ereignis bedroht sind. Es gibt weitere Gefahrenpunkte auf dem Planeten, wie den Yellowstone-Supervulkan, der ebenfalls eine globale Katastrophe auslösen kann. Außerdem gibt es derzeit keine Tendenz der Verringerung der Wachstumsrate und der Intensität von klimatischen und geodynamischen Extremen auf der Erde. Im Gegenteil, es gibt eine Tendenz zu ihrer Verschärfung. Unsere Welt ist sehr klein und das Risiko, sie zu verlieren, ist enorm. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in eine Periode großer Kataklysmen und Naturkatastrophen eintreten, die in den kommenden Jahren zum Untergang der Menschheit und unseres Planeten führen können. Folglich gibt es 2 große Probleme, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist und die unsere sofortige Aufmerksamkeit und Lösung erfordern. Das erste ist der äußere kosmische Einfluss, der bereits irreparable Schäden an unserem Planeten verursacht. Das zweite ist der Tote Ozean, der ein Katalysator für eine noch stärkere Erwärmung des Erdinneren ist. Es gibt Lösungen und wir wissen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aber kein Staat der Erde kann diese Probleme allein lösen. Das liegt daran, dass die Staaten derzeit gespalten sind und es ihnen selbst angesichts der tödlichen Klimabedrohung an Konsens, Zusammenhalt und Einigkeit fehlt. Es ist kein Zufall, dass auch die Wissenschaft fragmentiert wurde. Jeder Wissenschaftler ist eng auf sein Fachgebiet spezialisiert und niemand in den wissenschaftlichen Kreisen nimmt das Gesamtbild wahr. So ist die Geologie in viele Disziplinen unterteilt, die nicht miteinander interagieren. Innerhalb jeder Disziplin wird getrennt geforscht, aber ein gemeinsames Datensystem gibt es offensichtlich nicht. Wie können wir unter solchen Bedingungen umfassend verstehen, was wirklich mit dem Klima des Planeten geschieht? Alle sehen eine Zunahme anomaler Phänomene in Sibirien, beobachten anomale Verschiebungen in den Erdschichten. Und doch gibt es keine eindeutigen Erklärungen, die uns einem Ausweg aus dieser misslichen Lage näher bringen könnten. In der wissenschaftlichen Welt fehlt es völlig an einem gemeinsamen Verständnis für dieses Problem. Um ein solches Verständnis zu entwickeln, sollte die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft wirklich tief in die Untersuchung dieses Themas eintauchen und die Welt als Ganzes betrachten. Mir ist es gelungen, eine solche ganzheitliche Sichtweise zu entwickeln, als ich mich mit den Forschungen der Alatra-Wissenschaftler vertraut machte, ihre Berechnungen sorgfältig analysierte und von der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen hinsichtlich des Zustandes des Klimas auf unserem Planeten überzeugt wurde.
Lassen Sie mich eine kleine Analogie zum Zustand der modernen wissenschaftlichen Welt herstellen. Stellen Sie sich ein literarisches Experiment vor, bei dem ein bekanntes, bedeutendes literarisches Werk buchstäblich in einzelne, kurze Bücher zerlegt wird, von denen jedes nur die Sätze eines einzigen Charakters enthält, eines einzigen. Können Sie sich vorstellen, wie sich dies auf die Handlung auswirken würde? Da Sibirien, eine bedeutende Region Russlands, im Mittelpunkt meiner Ausführungen steht, werde ich als Beispiel den verstorbenen Herrn Dostojewski und sein Meisterwerk Schuld und Sühne wählen. In dieser veränderten, zerlegten Form würde dieses brillante und einflussreiche Werk von Dostojewski zu einer Reihe von Kurzgeschichten werden, die die Idee des Werks nicht vollständig widerspiegeln. Infolgedessen würde niemand die Essenz der Geschichte des Autors erfassen und die Meinung jedes Lesers wird sich allein unter dem Einfluss der Aussagen der einzelnen Charaktere bilden. Dies spiegelt genau den Zustand der modernen Wissenschaft wider. Die fragmentierte und bruchstückhafte Forschung hindert uns daran, das Gesamtbild des Geschehens wahrzunehmen und zu verstehen. Nur wenn wir unseren Roman unter dem Einfluss aller Charaktere aufbauen, werden wir in der Lage sein, den ganzheitlichen Inhalt der Geschichte zu erkennen. Diese gemeinsame Mission muss so schnell wie möglich erfüllt werden, solange wir noch die Möglichkeit haben, die Situation zu beeinflussen. Wir befinden uns derzeit in einer kritischen Situation, die durch eine historische, beispiellose Zunahme klimatischer und geodynamischer Anomalien auf unserem Planeten, durch massive zerstörerische Katastrophen und einen bevorstehenden totalen Zusammenbruch gekennzeichnet ist. Die derzeitige Situation wird durch zwei Hauptfaktoren verursacht, die eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Der erste Faktor ist der externe kosmische Einfluss, der die Energie des Erdkerns erhöht. Der zweite Faktor ist die Funktionsstörung des Ozeans, die seine Fähigkeit, das Innere des Planeten zu kühlen und die überschüssige Wärme abzuleiten, verringert. Die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft steht vor der Aufgabe, dringend ein vereintes internationales wissenschaftliches Zentrum zu schaffen, ihre Kräfte zu bündeln und Methoden zu finden, um diese beiden Bedrohungen für die Menschheit zu beseitigen. Zuallererst ist es notwendig, den Planeten vor äußeren kosmischen Einflüssen zu schützen, seine Folgen zu beseitigen, Brände und Katastrophen zu verhindern, die bereits aufgetreten sind und weiterhin auftreten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, einen äußeren Schutzschild zu schaffen, der uns vor dem kosmischen Einfluss schützt. Zweitens müssen wir den Ozean reanimieren und seine Wärmeübertragungsfunktion wiederherstellen. Wir verfügen über das grundlegende Wissen, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen, und wir haben immer noch eine Chance, dies zu erreichen. Aber ob wir es schaffen, hängt von jedem klar denkenden Menschen ab, der das Problem versteht und nach diesem Verständnis handelt. Jetzt appelliere ich an alle vernünftigen und klar denkenden Menschen. Wenn Sie den Ernst der Lage und das Ausmaß der sich abzeichnenden Bedrohung verstehen, wenn Sie in der Lage sind, Parallelen zwischen den Klimadiagrammen zu ziehen, die das Fortschreiten deutlich zeigen, und das erschreckende, exponentielle Wachstum der Katastrophen sehen, dann bitte ich Sie dringend, schweigen Sie nicht. Nutzen Sie jede Gelegenheit, all jenen, die ihre Augen noch nicht geöffnet und es noch nicht verstanden haben, das Wesen und die Gefahr dieser globalen Katastrophe zu erklären und zu verdeutlichen. Ich möchte, dass jeder von Ihnen einen Dialog über dieses Thema beginnt, mit dem Verständnis, dass nichts das Tempo der zunehmenden Progression verlangsamen kann, die uns und den gesamten Planeten in die Selbstzerstörung führt. Seien Sie mutig. Je eher wir die Öffentlichkeit auf diese heranrückende globale Katastrophe aufmerksam machen, desto eher werden die politischen Kräfte verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Solange wir weiterhin gespalten bleiben und in Konflikt miteinander stehen, können und wollen sich die Politiker nicht zusammenschließen. Im Gegenteil, sie werden ihr übliches politisches Spiel fortsetzen und die Welt dem Untergang näher bringen. Nur das globale Erkennen der Ursachen und des zeitlichen Ablaufs der bevorstehenden und unvermeidlichen Katastrophen wird die Politiker zwingen, sofort zu handeln und die Welt zu vereinen.
Warum ist es so wichtig, dass Politiker, die an ihren archaischen Vorstellungen festhalten, im Interesse der modernen Menschheit handeln? Ganz einfach, weil derzeit nur Politiker die endgültige Entscheidung treffen können, ein vereintes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Rettung der Menschheit und des Planeten zu gründen. Dies ist eine absolut notwendige Maßnahme. Alle Bereiche und Disziplinen der Wissenschaft, unabhängig von ihrer Spezialisierung, müssen der Leitung dieses vereinten Zentrums unterstellt werden. Das Hauptaugenmerk der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft sollte darauf gerichtet sein, dem Klimakollaps entgegenzuwirken und das Überleben der Zivilisation zu sichern. Unser Überleben hängt nicht von der Entwicklung neuer Smartphone-Modelle, schicker Autos oder geheimer Überschallraketen ab, die auf unsere Zerstörung abzielen. Aber unser Überleben hängt von der schnellen Bündelung der Weltwissenschaft in einem vereinten wissenschaftlichen Zentrum ab. Wir werden nicht überleben, wenn die Klimakatastrophen weiter voranschreiten und unseren Planeten und unser Leben zerstören. Die Zunahme gefährlicher Klimaereignisse erfolgt in einem alarmierenden Tempo und mit einer alarmierenden Häufigkeit und zerstört das menschliche Leben auf ihrem Weg. Die Zerstörungen, die die fortschreitende Klimaaktivität auf der Erde anrichten wird, werden die Auswirkungen moderner Waffen in Kriegsgebieten in den Schatten stellen. Schon bald werden sogar Raketen überflüssig sein. Wenn man nichts dagegen unternimmt, wird das Klima uns in einem solchen Tempo und in solchen Massen vernichten, dass Kriege sinnlos werden. Gleichwohl produzieren die führenden Politiker der Welt weiterhin Massenvernichtungswaffen und tun absolut nichts, um die drohende Zerstörung unseres Planeten aufzuhalten. Wir nähern uns derzeit der aktiven Phase des 24.000-jährigen Zyklus. Aufgrund dieser exponentiellen Entwicklung können wir mit Sicherheit sagen, dass wir den Höhepunkt des Zyklus nicht mehr erleben werden. Das ist eine Tatsache. Wenn wir uns entscheiden, nichts zu tun, brauche ich Sie nicht daran zu erinnern, was dessen Folgen sein werden. Ich betone noch einmal, dass wir ohne die sofortige Vereinigung der Wissenschaft nicht überleben können. Wir können nicht überleben ohne ein vereintes Forschungszentrum, das das gesamte Wissen, die besten interdisziplinären Erfahrungen der Welt zusammenführt und zur Rettung der Menschheit einsetzt. Jeder Tag der Verzögerung ist ein Todesurteil für uns alle. Wir werden häufiger und in größeren Massen sterben. Und je weiter dieser zerstörerische Prozess voranschreitet, desto weniger Möglichkeiten und Ressourcen bleiben uns, desto weniger wissenschaftliche Zentren, Labore und Observatorien werden fortbestehen, bis zum totalen Chaos. Indem wir die Fähigkeit verlieren, zu kommunizieren, lebenswichtige Forschung zu betreiben und proaktiv zu handeln, ist es notwendig, die Weltwissenschaft zu vereinen, die internationalen Beziehungen global zu reformieren. Dies können nur Politiker tun. Angesichts des drastischen und noch nie dagewesenen Klimawandels, der die Sicherheit der gesamten Weltgemeinschaft bedroht, müssen Politiker und Ökonomen ein neues, einheitliches Modell mit einer nachfrageorientierten Planung der Wirtschaft entwickeln. Dieses Modell sollte sich auf eine umfassende Bewertung der Klimarisiken und analytische Prognosen ihrer katastrophalen Folgen stützen. Die vereinte Wirtschaft sollte die geografische Lage, das Ressourcenpotenzial und den Entwicklungsstand der Infrastruktur eines jeden Landes berücksichtigen sowie die Zusammenarbeit und Koordinierung von Maßnahmen auf internationaler Ebene fördern. Jeder Staat sollte sich aktiv an diesem globalen Prozess beteiligen. Länder, die über die notwendigen Möglichkeiten verfügen, müssen Maßnahmen ergreifen, um die Ernährungssicherung für die gesamte Weltgemeinschaft zu gewährleisten. Dazu gehört der Aufbau strategischer Nahrungsmittelreserven. Darüber hinaus muss die Infrastruktur aller Länder widerstandsfähiger gegen die kommenden Klimakatastrophen gemacht werden. Es besteht die dringende Notwendigkeit, die Bauvorschriften und Normen zu überarbeiten, hochfeste Materialien und Konstruktionen einzuführen und neue Gebäude und Städte in den sicheren Zonen zu errichten, wobei die geografischen Gegebenheiten der Region und die sich ändernden klimatischen und geodynamischen Merkmale zu berücksichtigen sind.
Alle Branchen der globalen Industrie sind auf die Vermeidung und Abmilderung der Folgen von Klimakatastrophen auszurichten. Es ist notwendig, die Produktion von Spezialtechnik zu erhöhen, sowohl für den Bau als auch für die Rettung. Unter Wahrung seiner Integrität muss jeder Staat Teil einer einzigen globalen Wirtschaftszone werden, die alle Ressourcen bündelt, um das Überleben der gesamten Zivilisation zu sichern. Von nun an muss es eine geeinte politische Strategie auf der globalen Ebene geben, die auf die Rettung des Planeten und das Überleben der gesamten Menschheit ausgerichtet ist. Die Politiker müssen dringend eine gemeinsame Basis finden und allen internationalen Konflikten und Spaltungen nach politischen, nationalen und sprachlichen Kriterien ein Ende setzen. Alle Spaltungen müssen beseitigt werden. Alle Kriege müssen beendet werden. Es muss eine Rhetorik eingeführt werden, die auf der Erkenntnis beruht, dass die gesamte Menschheit eine Familie ist, die sich einer gemeinsamen Bedrohung des Überlebens gegenübersieht. Im Angesicht des Todes gibt es nichts, was uns trennt. Und in Wirklichkeit trennt uns nichts. Was uns jetzt eint, ist die Erkenntnis, dass uns ein großes Unheil bevorsteht. Und angesichts dieses Unheils müssen wir uns zusammenschließen und alles tun, was wir können, um unsere Welt und die gesamte Menschheit zu retten. Die Grenzen sollten geöffnet werden, damit sich die Menschen bereits jetzt frei bewegen und in verschiedenen Ländern anpassen können, ohne warten zu müssen, bis sie gezwungen sind, aus Katastrophengebieten in die verbleibenden sicheren Regionen zu ziehen. Auf diese Weise würden sich die Menschen weltweit in einer einzigen Wirtschaftszone bewegen, die allen, unabhängig von ihrem Standort, Unterkunft, Nahrung und Deckung der Grundbedürfnisse bieten würde. Darüber hinaus müssen gemeinsame Regeln für den Umgang miteinander entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die Rechte und die Freiheiten der Menschen geschützt werden, unabhängig davon, ob sie Klimamigranten oder die aufnehmende Seite sind. Angesichts der globalen Klimakrise, in der die Menschheit von der totalen Auslöschung bedroht ist, müssen die Rolle und die Funktionen der Streitkräfte neu überdacht werden. Eine sofortige Umstrukturierung aller militärischen Strukturen und ihre Neuausrichtung von ausschließlich militärischen Aktivitäten auf Aktivitäten zur Gewährleistung der kollektiven Sicherheit und zur Rettung von Menschenleben ist erforderlich. Vorrangig ist nicht nur die Neuausrichtung des Personalbestands, sondern auch die Neuausrichtung der militärischen Spezialausrüstung auf Aufgaben im Zusammenhang mit der Rettung und der schnellen Reaktion auf Notfälle. In diesem Jahr haben wir ungeheuerliche Beispiele von Katastrophen erlebt, die in den Vereinigten Staaten, China und Japan innerhalb weniger Stunden ganze Städte auslöschten. Wo waren die Streitkräfte zu dieser Zeit? Sie sind der Zivilbevölkerung nicht zur Hilfe gekommen. Und selbst wenn sie gekommen wären, sind sie denn dafür ausgebildet, Hilfe zu leisten? Heute sind wir bereit, uns gegenseitig zu bekämpfen. Aber wir sind nicht bereit, für das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Wir können jedoch nicht in diesem Paradigma weiter existieren. Wenn wir leben wollen, müssen wir unser globales Verhalten ändern. Ja, das mag für die heutigen politischen Führungsfiguren ungewohnt sein. Und ja, dieses Verhalten wird eine neue Welt darstellen. Aber diese neue Welt muss aufgebaut werden. Es ist eine Welt, in der alle Konflikte beendet und alle bestehenden Industrien auf einen Weg der Schöpfung und Einigkeit gebracht werden. Eine Welt, die den Klimawandel als eine gemeinsame Bedrohung unserer universellen Existenz betrachtet. Ich möchte betonen, dass die Themen des äußeren kosmischen Einflusses und des Sterbens der Ozeane die Themen sind, die im UNO-Hauptquartier vorrangig diskutiert werden sollten. Über diese Gefahr für die gesamte Menschheit sollten wir auf den UN-Podien sprechen, nicht über irgendwelche andere Themen, die uns dem Überleben nicht näher bringen. Heute wende ich mich an alle klardenkenden Menschen auf unserem Planeten. Und ich möchte mich an diejenigen wenden, denen die Medienstrukturen der Welt gehören. Sie sind Menschen wie wir. Sie haben Familie und Freunde, für die sie ihre Imperien geschaffen haben. Sie haben Ambitionen und Zukunftspläne. Wenn sie wollen, dass ihr Geschlecht fortbesteht, wenn sie wollen, dass ihr Einfluss und ihre Medienimperien fortbestehen, und was noch wichtiger ist, wenn sie wollen, dass ihr Leben erhalten bleibt, dann erlauben sie Journalisten, die Wahrheit über das Klima zu sagen.
Wenn Sie Journalisten auf ihren Medienplattformen zum Schweigen bringen und ihnen verbieten, die Wahrheit über das Klima zu sagen, werden die Menschen den Ernst der Lage nicht in vollem Umfang erkennen können. Folglich werden sie untätig bleiben. Wir werden bald in eine Phase eintreten, in der es kein Internet, kein Fernsehen, keinen Telefondienst mehr geben wird. Wir werden in ein Chaos stürzen, in dem ihr Geld, ihre Imperien und ihre Macht jede Bedeutung verlieren werden. Die einzige Sorge für Sie, Ihre Angehörigen und Ihre Liebsten wird das blanke Überleben sein. In einem solchen Szenario werden Sie jedoch bitter feststellen, dass Sie nichts mehr ändern können. Sie werden machtlos sein. Bis dahin werden Sie all Ihre Medienressourcen, Ihren Einfluss auf die Massen verloren haben und Ihre Imperien werden zerstört sein. Ihre einzige Chance, ihre Imperien zu retten, besteht darin, sich auf die Seite der Menschheit zu stellen und ihren Teil dazu beizutragen, die Menschen zu informieren und alle Wissenschaftler in einem vereinten Forschungszentrum zusammenzubringen. Wenn wir schnell eine Lösung finden, um einen Schutz gegen den Einfluss des Weltraums von außen zu schaffen und den Ozean wiederzubeleben, dann habt ihr eine Chance, eure Imperien zu bewahren und sie an eure Kinder weiterzugeben. Wenn ihnen ihr Leben wichtig ist, wenn ihnen das Leben ihrer Verwandten und Freunde und das Leben der gesamten Menschheit wichtig ist, dann hören Sie auf, den Journalisten den Mund zu verbieten und erlauben Sie ihnen, die objektive und reale Wahrheit über den globalen Klimawandel zu sagen, über die ich heute gesprochen habe. Die Menschen werden Ihnen dankbar sein, dass Sie sich in diesem kritischen Moment auf die Seite der Rettung der Menschheit und des Planeten stellen. Indem ihr den richtigen Schritt als kluge, vernünftige Entscheidungsträger macht, gebt ihr der gesamten Menschheit eine Chance, gebt ihr eurem Geschlecht, euch selbst und euren Imperien eine Chance zu überleben. Zu diesem Zweck ist es jetzt notwendig, auf die Seite der Menschen, auf die Seite der Zukunft zu wechseln, sonst wird die Menschheit diese Zukunft nicht haben. Meine heutige Ansprache richtet sich an alle vernünftigen Menschen, die über die Fähigkeit zum kritischen Denken verfügen und die in der Lage sind, die Diagramme der Klimaanomalien zu analysieren, die das Ausmaß der Progression, die der Schwere dieser sich abzeichnenden Tragödie zugrunde liegt, beurteilen. Es ist Ihre menschliche Pflicht, dieses dringende Problem denjenigen zu verdeutlichen, die es vielleicht nicht verstehen. Seien Sie aufrichtig, erklären Sie es in einfacher und verständlicher Sprache, was die Menschen jetzt tun müssen und warum die Rettung der Welt von Ihnen abhängt. Sie müssen der Menschheit die Wahrheit vermitteln. Sie müssen die Diagnose stellen. Die Diagnose, die der Patient kennen muss. Heute ist der Patient die gesamte Menschheit. Und die Diagnose ist lebensbedrohlich. Jeder vernünftige Mensch muss heute zum Arzt werden und dem Patienten die Diagnose mitteilen, die das Leben der Menschheit bedroht. Wenn wir uns unserer Diagnose und der Tatsache, dass wir tödlich erkrankt sind, nicht bewusst sind, werden wir weiterhin untätig bleiben. Untätigkeit wird uns umbringen. Sie wird unseren globalen menschlichen Organismus zerstören. Nur wenn wir uns alle dieser Diagnose und ihrer Ursachen bewusst werden, werden wir die Wahrheit erkennen. Unser kollektives menschliches Streben wird auf das Überleben und nicht auf die Zerstörung gerichtet sein. Dann werden die Politiker handeln, sonst werden sie auch untergehen. Nur wenn alle erfahren und ihre Forderung nach Leben zum Ausdruck bringen, werden die Politiker gezwungen sein, entsprechend zu handeln. Andernfalls werden sie weiter Kriege führen, um an der Macht zu bleiben, bis unsere gesamte Zivilisation im völligen Chaos versinkt. Als Menschheit müssen wir jetzt ein einziges gemeinsames Ziel haben, das Überleben mit allen Mitteln. Wir müssen den Menschen Freiheit und Rechte zurückgeben. Um ihre Überlebensfähigkeit zu maximieren. Jahrtausende lang haben uns die Politiker gespalten, uns dazu gebracht, einander zu hassen und gegeneinander zu kämpfen. Doch jetzt ist die Zeit für Vernunft, gegenseitigen Respekt und Einigkeit gekommen. Andernfalls wird unsere Untätigkeit, wenn wir weiterhin gespalten bleiben und uns gegenseitig hassen, weiterhin zu unserer Selbstzerstörung führen, was letztlich den totalen Untergang unserer gesamten Zivilisation zur Folge haben wird. Wenn wir jedoch jetzt die globale Rhetorik ändern, die Spielregeln der internationalen Wirtschaft und Politik ändern und uns auf die Vereinigung von Wissenschaft und Menschheit konzentrieren, haben wir eine Chance zu überleben.
Das hätten wir schon gestern tun sollen. Wenn wir noch länger zögern, werden wir keine Möglichkeit mehr haben, den drohenden Klimakollaps aufzuhalten. Was wir heute vor uns haben, ist nicht mehr nur eine Frage der supranationalen Sicherheit. Vielmehr geht es schlicht um die Frage, wollen wir Menschen überleben oder nicht? Das Überleben unserer Zivilisation hängt jetzt von den Handlungen jedes vernünftigen Menschen ab. In Anbetracht der unheimlichen Progression von Katastrophen und den immensen Herausforderungen, vor denen die Menschheit in Kürze stehen wird, ist es notwendig, Bedingungen zu schaffen, unter denen sich jeder als Mensch fühlt und unabhängig von seinem Aufenthaltsort Schutz genießt. Um dies zu erreichen, sind einheitliche Gesetze und Richtlinien erforderlich, die sicherstellen, dass die Rechte sowohl derjenigen, die zur Migration gezwungen sind, als auch derjenigen, die Migranten aufnehmen, gegenseitig geachtet werden. Eine isolierte Gruppe von Ländern kann dieses Problem nicht lösen. Es kann nur durch die Vereinigung der gesamten Welt angegangen werden. Dies ist eine Katastrophe für uns alle. Daher muss auch die Lösung gemeinsam gefunden werden. Heute sind die Politiker dazu nicht bereit. Die Lösung dieses Problems ist eine echte Herausforderung. Nicht nur für die Politiker, sondern für die gesamte Menschheit. Wir können eine Katastrophe, Chaos, Spaltung und weltweiten Untergang nicht verhindern, wenn wir in dieser entscheidenden Frage untätig bleiben. In diesem letzten Moment haben wir noch eine geringe Chance, die Menschheit zu retten. Dies erfordert kollektives Handeln, gerade jetzt. Wir dürfen uns nicht mit dem Paradoxon konfrontiert sehen, dass die Spezies Homo sapiens, der weise Mensch, aufgrund fehlender Weisheit aussterben wird. Mögen Gott und die Wissenschaft uns helfen.